Hi und herzlich willkommen zurück beim Was ist los Interview Podcast. Nice, dass du hier bei Episode 3 am Start bist. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier mit Profisportlerinnen und Insider aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Träume und Ziele reinzuzoomen. Das Motto ist klar: weniger Standardphrasen, mehr Prone-Sites und natürlich ordentlich Futter für Swift und den Long Run. Am Ende der zweiten Folge habe ich ja bereits angeteasert, dass die Schlagworte Young Gun und eines der größten Talente im deutschen Triathlon, wir ergänzen das mal noch um die Klammer auf der Mittel- und Langdistanz, locker auch für den heutigen Gast durchgehen würde. Fakt ist, dass er Stand März 2022 zur Top 8 der deutschen Profi-Triathleten im PTO-Ranking gehört und man ihn mit Platz 32, ob er nun will oder nicht, definitiv zur erweiterten Weltklasse mit viel, viel Potenzial zählen darf. Auf das Gespräch mit Neuprofi Jan Strattmann war ich aber auch deshalb so gespannt, weil ich mehr über die Person hinter dem aufstrebenden und professionell aufgestellten Athleten erfahren wollte. Und auch bei Jan gibt es durchaus dieses zweischneidige Schwert, wenn also eigene Ansprüche und Ehrgeiz einem im Weg stehen, man zweifelt und verkopft ist. Ich denke, du erlebst Jan hier von einer Seite, die ungeschönt zeigt, was ist, was auch mal schlecht oder falsch läuft oder wo man Lehrgeld bezahlen muss. Wir reden hierbei nicht nur um seine eigene Athletenrolle als Pro, nein, es geht auch um das große Ganze, um die Szene, Sponsoring, PTO und Co. Also, viel Spaß jetzt beim Talk mit Jan. Weil ich habe gesehen, du warst bei dem Tobias bei Pacepresso und bei Pushing Limits, die waren ja zu Gast bei dir. Ja, und bei dem Plattfuß-Podcast war ich auch schon mal. Ah, beim Plattfuß-Podcast. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das auch geguckt habe. Wahrscheinlich schon, ja. Aber bekommst du sonst viele Anfragen oder war das, oder hält sich das eher in Grenzen? Ja, vom Podcast jetzt noch nicht so viel, aber insgesamt wird's halt schon mehr. Ich denke mal, wenn die Saison dann wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, jetzt ist ja gerade alles so ein bisschen on hold, ja, dann wird es wahrscheinlich auch wieder mehr. Aber es hält sich noch in Grenzen. Ja, das ist halt auch so ein Ding mit den Medien, nicht so. Weiß ich nicht, für manche ist das halt irgendwie Stress, für andere, die lieben das so ein bisschen Ablenkung, auch ein bisschen, ist ja auch Selbstvermarktung letztendlich, nicht? Zählt ja auch dazu, also. Ja, ich kann dir gleich mal was machen, worüber ich meine Masterarbeit schreibe, und das will ich da. Ich bin sehr in dem Thema drin aktuell. Ich würde alles anders machen als aktueller. Ach so, okay. Ich habe so die Einstellung, dass es so, oder habt jetzt so einen, glaube ich, einen ganz guten Überblick auch über die Szene, über den Markt. Ja. So, zumindest was die Unternehmen machen. Durch meine Masterarbeit halt, habe viele Interviews geführt und man sieht schon krasse Unterschiede an der Herangehensweise, was Sponsoring, Selbstvermarktung, PR, sowas angeht. Ja, kommen wir gleich mal zu. Simon, sage ich schon, jetzt haben wir noch beim letzten Gast über Jan. Weil ich hatte nämlich gerade noch im Kopf, wir hatten nämlich mit Simon auch über das Kaffee-Game gequatscht, aber da will ich auch noch mal kurz nachher fragen, wo erreicht dich gerade? Ich bin gerade bei mir daheim in Hennef. Ja. Ich verdecke auch am besten den Raum hinter mir, weil es ist sehr unordentlich. ich komme ursprünglich, vielleicht drei, vier Sätze zu meiner Person, ich komme ursprünglich aus Essen. Hab dann mal zwischendrin kurz in Potsdam gelebt, tatsächlich anderthalb Jahre. Da komme ich her, ja. Genau, ich habe das irgendwo gelesen, deswegen wollte ich das mal anbringen. Hab da am schönen Bundesstützpunkt trainiert, ja. Nach meinem Bachelorstudium. Ich habe in Bochum Sportmanagement studiert, an einer normalen Uni, ja. Normaler Regelstudienzeit, neben dem Sport. Und dann bin ich über einen Umweg aus Holland, war ein Jahr in Holland, und dann bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen, da war ich in Heidelberg ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr mit der Seib-Squad sozusagen. Und dann hat es mich nach Hennef zu meiner Freundin verschlagen und trainiere dann oft in Bonn oder halt hier. Relativ viel alleine, aber so das soziale Umfeld passt ganz gut. Und jetzt, du warst ja auch, kommst ja frisch gebräunt sozusagen aus, ja. Aus Fuerte. Also das ist ja so eine Sache, die jetzt wir Hobbyathleten uns vielleicht nicht ganz so gönnen können immer gleich. Aber ist schon geil, oder? Also man verfolgt das ja auch gerne. Erleichtert schon eigentlich einiges, oder? So das Triathlon-Profileben. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich
Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie wichtig so ein Trainingslager wirklich ist. Ich habe hier zu Hause ganz gute Bedingungen. Ja. Klar, ich muss öfter mit Rentnern schwimmen. Ich habe das Jetzt Problem, kennt jeder Triathlet Slalom. von Profi bis Hobby-Sportler. Ja, definitiv. Aber wir haben hier so ein Vereinsbad in Bonn, da kommt man eigentlich jetzt zu jeder Zeit in 50 Meter Becken rein. Klar, es ist öfters mal voll und auch wenn Schulen drin sind, aber ich will mich da nicht beklagen. Und ansonsten habe ich ja auch gute Trainingsbedingungen. Klar, im Winter fährt man mehr auf der Rollerrad, aber ich weiß gar nicht, ob das so immer unbedingt gut ist, hatte ich gerade auch mit meiner Trainerin oft erörtert, zu viel im Winter, zu früh ins Trainingslager zu fahren und da zu viel zu machen. Die Saison wird lang und man kann sich schon gut verheizen, auch in der Sonne. Deshalb ich bin mir auch gar nicht so sicher, vor allen Dingen, wenn man zu Hause sein gewohntes Umfeld hat. Aber klar, wenn zu Hause zu viel anfällt, zu viel, auch gerade Leute, die arbeiten müssen, dann ist natürlich ein Trainingslager immer genial und es trainiert sich bei 20 Grad auch einfach leichter als bei 5. Ja, es ist so. Ich erwische mich jetzt schon dabei, immer zu sagen, ja, wenn es jetzt wieder schöner wird, dann macht man wahrscheinlich den Morning Jog dann vor der Arbeit noch oder abends geht man halt um 9 nochmal eine Runde mit dem Rad draußen ballern und jetzt skippt man halt die Einheiten so. Also ich erwische mich schon dabei. Und ja, wobei, gut, du bist natürlich dann auch, ist ja auch ein Beruf, nicht? Letztendlich, ich meine, du musst es nicht machen, so keiner guckt drauf, du hast jetzt keinen Chef, du bist ja dein eigener Chef. Also ja, das ist, aber gut, da kommen wir auch nochmal zu dem Triathlon-Profi-Dasein. Ich habe mich gefragt, Training, Essen, Schlafen ist ja dann quasi im Trainingslager so das Ding, aber das Wichtigste ist doch eigentlich auch der Kaffee, oder? Also, Absolut, absolut. wie regelst du das? Da Also. ohne geht nicht. Wobei man denkt, ich würde viel mehr trinken, als ich tue. So viel Kaffee trinke ich dann auch nicht. Ich bin noch Ja. relativ sensitiv oder reagiere sensitiv aufs Koffein. Ja, ich habe immer meine Aeropress mit, eine Mühle und gute Bohnen. Und wenn dann Wasserkocher im Hotelzimmer ist, dann bin ich wunschlos glücklich. Den Automatenkaffee in einem Hotelbuffet versuche ich tunlichst zu vermeiden. Ich habe das jetzt auch krass erlebt. So, ich habe mir auch vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal auch so eine Aeropress angeschafft. Und es ist schon schlimm, wie man dann auch so ein bisschen versaut wird, so, weil man dann guten Kaffee mal bekommt, wenn man es halt richtig angeht und auf einmal sich Gedanken macht über die Wassertemperatur und wie viel Gramm und etc. Und das dann auf einmal richtig gut schmeckt und doch nicht mehr so bitter und säuerlich und etc. Und dann aber trotzdem wieder im Büro halt mal so einen Kaffee trinkt, das geht dann eigentlich gar nicht mehr. Also du musst dann eigentlich immer dein Mini-Barista-Tool sozusagen dabei haben, oder? Ja, absolut. Und ist dann halt nochmal ein Riesenunterschied zu der Maschine zu Hause. Das ist nochmal dann eine andere Qualität von Kaffee. Und deswegen, meine Verlobte sagt dann auch immer, eigentlich können wir in keinen Kaffee mehr gehen, weil es ist schwierig, noch eins zu finden, die besseren Kaffee machen. Auch die Kaffees, die gute Maschinen haben, weil die natürlich einen anderen Durchsatz haben. Ja. Ja, aber dadurch kommen auch immer Leute vorbei, die dann einen Kaffee haben wollen. Ja, das glaube ich ja. Wie ist das im Trainingslager? Also, ich sag mal so, als Hobbyathlet ist es ja schön und gut, wenn man ins Trainingslager fährt. Man weiß so ungefähr so deinen Trainingsplan. Bist du jemand, der das wirklich schon sehr, sehr krass professionell machen möchte? Wo, also ich meine jetzt nicht nur das Training, sondern auch wirklich alles drumherum, dass du weißt, wann gibt es, keine Ahnung, Frühstück, wo ist der Gymraum? Weißt du das alles vorher oder bist du dann eher so dieser Laissez-faire-Ansatz, dass du sagst, ja, komm, ich habe meinen Trainingsplan, das war's. Also ich würde jetzt gern sagen, dass ich sehr cool bin und völlig tiefenentspannt einfach gucke, wie es vor Ort ist. Aber Ja. tatsächlich ist es genau andersrum. Ich mag es zu wissen, wo ich trainieren kann, wo ich meine Intervalle fahren kann, die auf dem Plan stehen, wo ich laufen kann, wo die ganzen Gegebenheiten sind. Und ich würde schon fast sagen, dass das ein Stresspunkt ist, wenn ich irgendwo ins Trainingslager fliegen würde, fahren würde, wo ich erstmal eine Woche mich zurechtfinden muss und mein Training dann nicht in Anführungsstrichen optimal ausüben kann, aber dadurch fliege ich ja ganz oft in das gleiche Sportresort und dadurch weiß ich, wo alles ist und kann direkt lostrainieren und das hilft schon, weil ich Ja. gehe hin und am nächsten Tag kann ich anfangen und weiß, wo alles ist. Dass man in so einer gewissen Routine, man könnte auch sagen, es wird irgendwann langweilig, aber ja, für mich passt, wenn man muss jetzt ja auch nicht 10 Wochen im Jahr dort verbringen. Ja. Also mir ist es so gegangen, jetzt auf Malle immer, wenn man in Alcudia ist, halt wieder ins gleiche Hotel eincheckt. Dann, gut, jetzt kann man Malle natürlich nicht mit Fuerte vielleicht vergleichen, aber es ist halt auch wieder jedes Jahr schön eigentlich. Und geht dir das auch so? Absolut. Ich komme immer wieder gerne her. Ich meine, allein das Klima und die Temperatur, die Leute irgendwie
das ist, du landest und das ist direkt, hast direkt ein Lächeln auf dem Gesicht, ne? Ich meine, das macht es irgendwie schon aus und da kann ich auch zum 10. Mal ins gleiche Hotel fahren. Wenn ich mich da wohlfühle, dann passt das. Jetzt warst du, glaube ich, ja beim vorletzten Trainingslager ja auch mit dem Frederik Funk am Start, wenn ich das so richtig verfolgt habe, so nicht. Dann würde mich noch interessieren, wer eigentlich wen öfter nach Instagram-Kaffee-Pick-Tipps fragt oder generell nach Kaffee-Tipps. Also, da muss ich ja erstmal klarstellen, dass ich auf jeden Fall der bessere Barista bin. Okay. Ich Also würde er ist dein sagen, Praktikant oder kann man das das so? könnte man fast so sagen, Okay. aber so würde ich das, der Friedi kann das auch Unter ganz gut uns. und der nimmt auch immer die falsche Milch. Weil mit laktosefreier Milch ist einfach schwieriger. Aber er ist da auf einem guten Weg. Ja, wieso Und laktosefreie Milch? Das wüsste ich gerne. ich glaube, der verträgt Laktose oder ich glaube, seine Freundin verträgt Laktose Ach nicht so, so. okay. Und deswegen nimmt er laktosefreie Milch, weil Hafermilch ist halt schwierig. Ja, dann geht das Training nicht. Okay. Ja, aber es ist schon, also Fred wird ja als dein Hauptkonkurrent quasi bei der PTO da angezeigt. Ja? Also er ist ein paar Plätze vor dir. Und ich dachte mir so, also ja, man kann ja schon sagen, dass ihr Trainingsbuddies seid oder vielleicht auch Kumpels, weiß ich nicht, wie ihr, aber es ist schon cool, irgendwie auch da jemanden zu kennen und wahrscheinlich auch zu trainieren, der ähnlich das Niveau hat. Und vor allem, man kann dich zum Beispiel auch mit Kollegen wie, gut, eigentlich sind es keine Kollegen, aber Kimmich, Benzema, ist das gleiche Niveau wie du, weil ihr habt bei alle 89er Score. Da will ich jetzt unterschreiben. Also, ihr wisst ja, glaube ich, auch so ein bisschen FIFA-Zocker. Ich definitiv. Und da habt ihr nämlich 89er Score. Und das ist einfach schon mal Weltklasse, muss man ja sagen. Und du bist ja unter den besten 30 Triathleten. Wie ist das, wie fühlt sich das an? Ist das überhaupt ein Thema für dich? Oder denkt man das schon so, ist schon mal, also ich habe da schon was erreicht, so. Ich glaube, so richtig, da habe ich mir noch nie so gesagt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ich bin unter den besten 30 der Welt oder was auch immer. Ich weiß zum Beispiel, dass es dazu noch eine Kurzdistanzszene gibt, wo noch richtig gute Jungs und ganz schöne Kaliber sind. Natürlich ist es cool, da irgendwie vorne mitmischen zu können. Und ich würde mich auch niemals mit irgendwelchen Fußballspielern vergleichen. Ich meine, in meinem Fitnessstudio habe ich gestern, war dann groß im Fernsehen, wurde Kimmich zum Geburtstag gratuliert. Also das ist mal ein ganz anderes Level. Ja, es ist cool, es ehrt einen auch irgendwo, aber ich glaube nicht, dass ich mich damit jemals so richtig beschäftigen habe oder würde, wo ich dann in diesem Ranking bin, weil ich mich besser werden und ja, bei den Rennen mich zeigen und verbessern und das kommt dann ja automatisch, dass man da auch weiter nach vorne kommt. Generell so mit der PTO, wie ist das? Also ich hatte mit dem Felix Henschel vor kurzem auch hier geplaudert und da hat er jetzt zum Beispiel sich noch gar nicht, also man muss sich ja anmelden, so glaube ich, als Triathlon-Profi. Hast du dich da angemeldet oder ist das eine Ich Info, die auch weiß, vielleicht gar nicht stimmt? ja, ich bin mir nicht so sicher. Also du musst dich, glaube ich, gar nicht anmelden, weil du bist ja automatisch in dem Ranking drin und wenn du zum Beispiel ein gewisses Ranking hast, kriegst du auch die Preisgelder ausgezahlt. Ah, okay. Aber ja, ich finde das Konzept cool. Ich finde cool, dass Geld in die Hand genommen wird. Steckt ja ein Investor Ja. dahinter, der extrem viel Geld in die Hand genommen hat, einen Fünf-Jahres-Plan gemacht hat. Das Ziel ist, glaube ich, halt die mediale oder eine bessere mediale Vermarktung der Sportart und den Sport größer zu machen. Das ist jetzt nun mal ein US-Amerikaner, der das gemacht hat. Und dadurch ist es natürlich auch viel auf dem Markt. Ich diskutiere auch viel mit Fred darüber. Ich bin also vorsichtig optimistisch. Ich fände es cool, wenn das funktioniert. Ich sehe nur, und ich glaube, da will mir auch viele Leute recht geben, ich sehe nur noch nicht zu uneingeschränkt, dass das mit der medialen, wenn die nur über diese mediale Vermarktung sich finanzieren wollen, langfristig, das sehe ich noch nicht so ganz. Da muss halt irgendwie noch was passieren, weil ich glaube auch, dass diese linearen Medien, Fernsehen, also wenn die sagen, wir wollen das übers TV vermarkten, dass der Weg vielleicht schon so ein bisschen antiquiert ist und man eher sagen muss, wie kriege ich es online vermarktet? Wie kann ich damit Geld verdienen? Also ich sehe da noch viele Punkte, die vorher geregelt werden müssen. Jetzt ist halt Geld da gerade, ne? Jetzt wurden, glaube ich, 2,5 Milliarden Euro locker gemacht, was einfach eine sehr, sehr große Summe ist. Und da kann natürlich jetzt sehr, oder kann jetzt mit Geld um sich geworfen werden. Ich meine, es werden krasse Preisgelder ausgezahlt. Jetzt hat man, glaube ich, vor ein paar Tagen gehört, dass die PTO die Startgelder für die Age-Gruppe halbiert hat. Ich frage mich halt immer,
ob das wirtschaftlich tragbar ist und wenn man Ja, das okay. durchblickt. Ich fände es super cool, ne? Ich meine, das ist für den Sport ein Zugewinn schon generell, dass es die PTO gibt, dass da so viel Geld mit reingeht. Das ist immer ein Vorteil. Was letztlich langfristig daraus zu ziehen ist, wird sich zeigen. Genau, das ist immer die Frage, was die Intention da des Investments ist. Aber ja, ich meine, prinzipiell soll ja euch eine Bühne geboten werden. Spürst du da so ein bisschen, also letztendlich auch finanziellen, weiß nicht, Support schon ein bisschen? Ich glaube, ich habe gelesen, dass auch die ersten 50 da schon auch eine Jahresprämie ausgezahlt bekommen, dass man auch einfach wahrscheinlich auch Leute, die jetzt auch gerade erst neu dabei sind, auch einfach dankend das mitnehmen erstmal so nicht und vielleicht nicht jeder sich da schon so eine größere Gedanken darüber macht wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, klar, ist natürlich cool gewesen. Ich habe nicht, kann man ja sagen, Top 50 kann man sich auch anschauen, kriegt man gleich $5.000. Das Okay. ist natürlich gut, das hilft, aber die wirklich krass davon profitieren, sind natürlich auch wieder die Besten. Ich meine, ich glaube, Gustav Iden hat 100.000 bekommen als Jahresprämie, dann auch durch diese Rennen der PTO selber, da gibt es natürlich auch viel Geld zu verdienen. Dann wird es interessant, sobald du in den Top 20 bist, ab da kannst du dann da sehr gut dran partizipieren. Jetzt diese PTO-Tour, dafür musst du natürlich auch in den Top 40 der Welt sein, um starten zu dürfen. Bin ich jetzt zum Beispiel glücklicherweise, aber ich weiß ja nicht, wie es aussieht im Sommer. Ich hoffe und gehe davon aus, dass das immer noch so ist, aber da musst du halt sein und dann kannst du halt auch bei den Rennen starten, die dann, hat man ja auch schon gehört, sehr viel Preisgeld bringen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hattet ihr mal in dem Pushing Limits Podcast, hatte der Nick erzählt, dass ihr auch im Trainingslager, glaube ich, eigentlich schon euren Wettkampfplan so ein bisschen gebastelt hattet und dann wurde das Announcement der PTO-Tour gemacht und dann wurde da nochmal umgewurstelt, was ja auch dafür spricht, nicht? Dass, wenn es denn so ist, kannst du ja gleich sagen, dass das schon auch ein Thema ist. Thema auf jeden Fall. Ich mache mir auch Gedanken darüber. Ich glaube, jeder macht sich viel Gedanken darüber. Es sind halt nochmal zwei Rennen. Es wurde ja angekündigt, dass es die gibt, aber irgendwie gab es dann noch keinen festen Termin. Und mein Plan würden die jetzt Rennplan ziemlich durcheinander werfen, zumindest das erste Rennen. Deswegen werde ich da auch nicht starten, selbst wenn ich qualifiziert bin. Aber das zweite Rennen habe ich durchaus auf der Rechnung. Und ich meine, klar, da gibt es viel Geld zu verdienen. Das ist aber noch nicht mal der Punkt. Ich meine, es ist einfach ein sehr, sehr, es wird dadurch halt ein sehr, sehr stark besetztes Rennen sein, wenn die Top 40 der Welt eingeladen werden. Und dem, da habe ich ja noch nie irgendwie Gewissensbisse oder wollte mich noch nie nicht der Konkurrenz stellen. Ich meine, bei den Rennen lernt man und man möchte sich den Besten der Welt stellen, um auch da irgendwo hinzukommen. Und deswegen nimmt man die Rennen dann halt auch mit, ne? Ja. Ich hatte den Simon im letzten Interview gefragt, ob er Porträt zeichnen kann. Die Frage ist auch jetzt nochmal an dich gestellt. Denkst du, du bist da gut drin im Porträt zeichnen? Nein. Künstlerisch talentfrei. Ja, ich meine auch eher mit Worten. Ach so. Es ist ja auch immer schwer. Alles gut. Es ist ja auch immer schwer, sich selber zu beschreiben. Deswegen dachte ich mir, vielleicht könntest du mal in die Rolle von vier Personen schlüpfen und mal versuchen, in zwei, drei Schlagworten oder Sätzen von mir aus mal dich zu beschreiben. Deswegen fang mal einfach an mit deiner Trainerin. Was denkst du so, was wären denn so die ersten zwei, drei Schlagworte, die ihr einfallen würden? Man tauscht sich ja auch immer aus. So, was würde sie denn so sagen in so einem Interview über dich? Also mache ich es natürlich nicht so sehr irgendwie über mich selber, mich zu belobigen, aber ich glaube, sie würde erstmal sagen, dass ich fange mit den positiven Sachen an. Ich denke mal, dass sie sagen würde, dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin und sehr pflichtbewusst oder beziehungsweise ja akribisch in dem, was ich tue und versuche, jeden Stein umzudrehen in meinem Training, um das Bestmögliche rauszuholen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer eine Kehrseite, bin ich sehr ungeduldig und durch diesen Perfektionismus, den ich mir selber ankreiden würde, stehe ich mir oft selbst im Weg, dass ich Sachen zerdenke und dadurch unentspannt werde und vielleicht auch meine Trainerin damit an den Rand des Wahnsinns bringe. Ja, ist okay. Das ist eine Challenge auf jeden Fall. Was würde der beste Trainingsbuddy über dich sagen? Das ist auch eine coole Frage eigentlich, weil so richtig, dass ich so diesen einen Trainingsbuddy hätte, ist gar nicht so. Zu Hause trainiere ich sehr oft alleine. Aber ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mich
schon relativ akribisch an meinen Plan halte, aber auch immer dafür zu haben bin, irgendein Komm zu holen. Also Outfit-Sprint klassisch auch mal, und, muss mal. Und ja. 100, also ein Trainingsplan-Erfüllung heißt immer 110%. Okay, aber ist es bei Trainingspeaks auch alles grün dann sozusagen? Oder ich weiß nicht, arbeitest du mit? Oder ihr ja, ich gucke einfach mal kurz. Sagen wir zwischen gelb und grün. Ja, ist das dann schon so ein Gefühl, wenn da gelb ist, dass es schon so, so? Oder ist mir eigentlich egal, solange ich mindestens das mache, was draufsteht. Also es kann auch gern rot sein, wenn es einfach dann zu viel ist. Ja, okay. Also kann man doch so ein bisschen auch zurücktreten von dem Perfektionismus, was ich durchaus auch kenne. Und was würde denn deine Freundin sagen? Wie würde sie über dich reden? Wenn jetzt ein Interview kommen würde, du bist von mir aus Weltmeister geworden, was würde sie dann da sagen? Was denkst du? Schwierige Fragen hier. Ich denke, sie wird sagen, dass ich auf jeden Fall alles für den Sport geben würde und gebe und da 100% hinterstehe, aber es, glaube ich, trotzdem, zumindest wenn jetzt kein großer Wettkampf ansteht, ganz gut hinbekomme, würde ich sagen. auch noch mich um Familie und Freunde zu kümmern und so ein bisschen normal versucht zu bleiben. Natürlich muss ich auch zugeben, dass gerade so kurz vor Wettkämpfen das nicht mehr so ist und dass ich da schon sehr dann im Tunnel bin und teilweise auch angespannt bis kratzbürstig werden kann. Ich glaube, das kann aber auch jeder nachvollziehen, der sich auf ein wichtiges Rennen vorbereitet. Man nimmt es ja auch selber als Altersklassenathlet teilweise so ernst, dieses Rennen, was keine Bedeutung hat. Also keiner verdient damit Geld. Es ist einfach so, nicht? Aber man stuft es selber so hoch und kann dann gerne und schnell in so einen Tunnel reingeraten. Mhm. Letzte Perspektive. Was würde denn dein zukünftiges Ich, der Jan Strattmann, Weihnachten 2022 oder Januar 2023, was würde der über den heutigen Jan sagen? Naja, ich hoffe, dass ich da auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken kann. Aber es stehen auch darüber hinaus wichtige Dinge an, dass ich zum Beispiel meinen Master beendet habe. Ich glaube, das sind auch einfach wichtige Meilensteine und ich hoffe, dass ich das darauf zurückblicken kann, dass das erfolgreich war. Mhm. Und ich werde dieses Jahr noch heiraten. Also von daher gibt es auch im Privaten wichtige Lebensereignisse, die ich, glaube ich, auch über dem Sport stehen. Weil das ist, gibt ja viele, die es schon mal gesagt haben, es ist die schönste Nebensache der Welt. Wobei ich das jetzt hier so sage und im Prinzip das genau nicht umsetze. Das heißt, für mich ist es das Wichtigste in vielen Situationen. Und ich glaube, da so eine Balance zu finden, und das würde ich auch meinem zukünftigen Ich vielleicht mit auf den Weg geben wollen, so ein bisschen öfter mal fünfe gerade sein zu lassen. Und ich glaube, das wird man ganz gut tun. Ja, also ich würde doch gerne mal, wir haben ja schon über das Triathlon-Profi-Dasein gesprochen. Ich habe das Gefühl, das ist, und das bekomme ich auch mit, wenn so Interviews sind, Podcasts, dass das irgendwie so ein Thema ist, was für Bambule sorgt. Und wenn man jetzt, sag ich mal, einen ganz normalen Job hat, irgendwo angestellt ist oder etc. oder auch selbstständig, dann sagt man das ja oft so, in der ersten Frage, was machst du? Dann sagt man seinen Job und gut ist. Und ich habe das Gefühl, beim Triathlon-Profi-Dasein ist das irgendwie so ein Ding. Also das, entweder will man das nicht oder man kommt gleich mit irgendwelchen Entschuldigen oder irgendwelchen Erklärungen. Wie denkst du darüber? Ich denke erstmal über den Profisport, glaube ich, sehr differenziert. Ich glaube halt, wenn ich mich als Profisportler bezeichne und als Triathlon-Profi, dann setzt das ja voraus, dass du davon leben kannst. Und ich glaube, das ist ein krasser Punkt, wo man sich hinarbeiten muss. Ja, klar, wenn du noch Student bist oder so, dann ist das vielleicht mal was anderes, aber es gibt ja auch viele, die eine Familie zu ernähren haben und würde mich jetzt in diesem Jahr vielleicht auch das erste Mal wirklich als Profi bezeichnen oder vielleicht die letzten beiden Jahre. Wenn du sagst, du beschreitest damit deinen Lebensunterhalt, du bezahlst davon deine Steuern. Da fängt für mich die Definition vom Profitum an. Klar, du kannst ja vorher eine Profilizenz ziehen, aber es ist halt doch immer noch eine recht kleine Sportart. Wir bewegen uns da immer noch in der Nische und
da ist das Profitum nicht so groß wie, oder beziehungsweise da kannst du auch einfach nicht so viel Geld damit verdienen. Und dadurch, klar, wenn die Spitze nicht so viel verdient, dann wird es halt irgendwann auch recht mau. Wobei es halt einfach, und das muss man auch sagen, durch die sozialen Medien, durch die Entwicklung in der Gesellschaft viele Möglichkeiten gibt, da daran zu partizipieren. Und ja, aber ich glaube, dass ich kann mich das durchaus verstehen, und ich denke, das ist auch eine schwierige Thematik, weshalb sich da viele mit schwer tun, die sagen, wir sind Profis. Aber wenn du dann sagst, zum Beispiel, ich kann trotzdem nicht meine Miete davon bezahlen, das ist natürlich schwierig, das dann irgendwie so auszusprechen, dass ich jetzt Profi bin, ne? Also Für könnte einen ich mir vorstellen. selber. Ja, ich habe das auch mit dem Jobvergleich eingebracht, weil ich frage mich halt, oder also ich habe auch bei meinem ersten Studienweg BWL studiert und ich habe mich dabei oft erwischt, dass ich dann, wenn solche Fragen nach dem Job kamen, irgendeinen Quatsch erzählt habe. So, auf jeden Fall, das war mir unangenehm. Und dann war ich ja anscheinend nicht happy mit der Sache und stand da nicht drüber und hab, weiß ich nicht, war auch nicht selbstzufrieden. Deswegen stelle ich mir die Frage, wenn man da nicht für sich einsteht und das sagt, dann ist es ja auch irgendwie für einen selber nicht geklärt. So, deswegen, weil es ist ja Ja, auch oder immer es eine ist einfach Definition. einem, ja, vielleicht ist es auch einfach einem unangenehm, das so zu sagen, wenn man weiß, dass man noch nicht auf diesem Punkt ist, wo man gern sein wollen würde. Oder dass man, ja, dass man noch so ein bisschen mit seiner Situation in dem Moment hadert, wo man dann gerade steht. Ja. Und 2019 warst du ja das erste Mal so ein bisschen auf der Triathlon-Bühne richtig angekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, in Polen. Da würdest du dich aber, da hast du dich noch nicht als Triathlon-Profi sozusagen gesehen. Das war Ja, Debüt. da war, glaube ich, so eine Phase, wo es schwierig ist, ne? Da, wenn wir da gesprochen hätten, weiß ich auch nicht, was ich dir gesagt hätte. Ich weiß halt, dass ich mache den Sport jetzt auch mittlerweile schon, habe ich jetzt fast seit 10 Jahren. Ich habe es 2012 angefangen, was auf der Kürze dann schon ein später Einstieg ist. War vorher Fußballer, also ich hatte mit keinerlei Leistungssport was zu tun in dem Sinne, was Laufen, Radfahren und Schwimmen betrifft. Und war dann immer dabei, und ich habe das so mit meinen Eltern damals ausgemacht: Solange ich studiere, kann ich es versuchen. Ich habe dann halt auch zum Beispiel einen Bachelor durchgezogen in der Regelschule oder 7 Semester und habe dann einen Master gemacht, und der lief dann ein bisschen mehr nebenbei und habe geguckt, wie weit mich das trägt in dem Sport. Habe auch ganz klar von Anfang an gesagt, mit Abschluss des Masters, dafür lasse ich mir mehr Zeit. Entweder ich kann sagen, ich kann es schaffen im Triathlon, ich traue mir zu, große Rennen zu gewinnen und damit meinen Lebensunterhalt langfristig zu bestreiten. Weil ich meine, am Ende muss man gucken, ist ja so, du musst ja irgendwo von leben. Und das war jetzt, das kritische Jahr war letztes Jahr. Und da hat es jetzt geklappt. Ich bin da super froh drüber, und deshalb kann ich das jetzt so sagen. Aber es gibt immer eine Übergangsphase bei jedem, wo man schauen muss, wo man bleibt. Und ja, da muss man entweder durch. Ich weiß auch, dass in dem Sport, das ist nun mal extrem teuer, oftmals auch die Eltern, wenn die finanziellen Mittel haben, da unterstützend in der Übergangszeit zur Seite stehen müssen. Ich meine, es ist, muss man auch einfach so ganz klar sagen, es ist kein Sport, den jeder machen kann, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, du hattest auch mal in einem Interview gesagt, dass du jetzt gar nicht mehr verstehen kannst, wie du früher das so dir die Zeit da einteilen konntest. So. Gut, Ja. jetzt wahrscheinlich hat sich auch einiges jetzt nochmal geändert seit der letzten, vorletzten Saison. Aber vielleicht kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie, ich meine, es gibt keinen klassischen Alltag, ja. Ich meine, jetzt hast du ja auch schon vorher gesagt, du schreibst gerade die Masterarbeit. Wie würde denn so ein Tag ablaufen, so ungefähr? Ja, aktuell muss ich zu meiner Schande gestehen, ich bin absolut kein Frühaufsteher. Das heißt, ich stehe oft auch erst um 8 Uhr auf. Und dann frühstücke ich was Kleines, mache die erste Trainingseinheit, zweites Frühstück, dann kommt eigentlich relativ zeitnah die zweite Trainingseinheit, einfach aufgrund von Zeitmangel, dann, weil ich so spät aufgestanden bin. Wobei ich finde, 8 Uhr ist immer noch human. Und dann habe ich irgendwie Mittagsessen, Mittagspause. Ich würde jetzt sagen, dass ich gerne jeden Tag Mittagsschlaf mache. Das passiert so einmal im Monat, weil doch irgendwie viel ist: Haushalt, Uni. Dann habe ich auch jetzt viel mit, was Sponsorensachen angeht und sowas. Mit Tom machen wir da relativ, meinem Manager-Kumpel, auch relativ viel, was im Hintergrund passiert. Das ist mehr, viel mehr Arbeit, als ich dachte. Ich glaube, dann, wenn wir jetzt mal zu den Großen in Deutschland gucken, Foto Sebi oder Patrick, will gar nicht wissen, was da im Hintergrund für Räder bewegt werden, wenn ich das jetzt schon merke. Das ist doch viel Arbeit, und es ist auf jeden Fall mehr als ein Vollzeitjob für sich. Und ja, dann ist man auch irgendwann platt nach 3 Trainingseinheiten am Tag.
Und muss dann versuchen, wenn man halt noch andere Sachen hat, die irgendwie dann unterzubekommen. Aber früher war es halt ganz anders. Da war halt, war ich halt entweder in der Schule oder halt von 5, 6, 7 Stunden am Tag in der Uni. Und dann habe ich halt das Training versucht reinzupressen. Jetzt sind meine Prioritäten anders. Ich mache erst meinen Sport, danach gestaltet sich mein Tag und dann schaue ich, wo ich Platz habe für die anderen Dinge. Ja, jetzt hast du ja gerade schon Tom erwähnt. Ich glaube, ich hab das gesehen, genau. Ist es auch so ein Punkt, dass wir dann einfach oder du dich da weiter professionalisiert hast, seit wahrscheinlich, weiß ich nicht, den Ergebnissen auch letztes Jahr geschuldet, in Anführungszeichen, dass du da einfach auch so einen Support brauchtest? Oder ist es einfach jetzt, kannst ja mal zwei, drei Worte zu Tom sagen, wie ihr in Verbindung steht? Ich glaube, wir haben uns irgendwann das erste Mal über Bekannte, der wohnt ja auch in der Nähe, Anfang 2020 kennengelernt, quasi. Oder 19, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall wusste ich, dass das irgendwie alleine nicht zu stemmen ist, beziehungsweise auch, ich meine, Sponsorenverhandlungen selber führen, finde ich immer schwierig. Und da haben wir erstmal Fotos zusammen gemacht. Der ist ja Fotograf, war selber früher recht erfolgreicher, erst glaube ich Mittel- und Langstreckenläufer, dann hat er Trail Running gemacht und sich dann als Fotograf selbstständig. Und da hat sich das ein bisschen entwickelt und Ende des Jahres 2020 habe ich ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mich zu managen, sozusagen, mit mir zusammenzuarbeiten. Das hat sich dann so entwickelt und aufgebaut und letztes Jahr war er auch bei ein paar Rennen mit und hat das so ein bisschen übernommen. Und dann kam natürlich erfreulicherweise auch im richtigen Moment dann der ein oder andere Erfolg hinzu, sodass wir das dann auch ganz gut vermarkten können. Und er macht einen riesen Job. Ich glaube, er hat auch Spaß dran. Und wir sind da, glaube ich, ein ganz cooles Team zusammen und auch mittlerweile gute Kumpels, sodass wir da immer eine coole Zeit haben. Und war jetzt auch eine Woche mit im Trainingslager, selber auch noch sehr, ziemlich fit. Ich glaube, keiner kann schneller bergab laufen. Bergab Und ist. ja, das muss man alles auch nicht so einfach, wie man denkt. Nein, ich bin ganz schlecht Und im Bergablaufen. Ich verliere da immer. ja, nee, aber ich glaube, wir sind da ein ganz gutes Team und ich glaube auch einfach können den Partnern da immer einen coolen Mehrwert bieten, der Arbeit von Tom und der deckt mir da auf jeden Fall den Rücken und ich glaube auch ohne das wäre ich gar nicht da oder könnte ich das gar nicht alles stemmen und wir sind uns durchaus dessen bewusst, was man alles machen kann und muss oder sollte, um für seine Partner einen Mehrwert zu bieten, weil im Prinzip ein Logo auf dem Einteiler, das ist schon lange nicht mehr das, was potenzielle Sponsoren in dem Sport ja, haben möchten, sehen oder was denen was bringt. Ja, also ich glaube auch, wenn man nicht irgendwie, keine Ahnung, Jan Frodeno heißt, es gab mal so ein Poster, hatte er bei so einer Flasche, bevor er den Sponsor mit Morton hatte, hatte er da einfach Gel draufgeschrieben oder so. Und das war so ein Riesending, so, oh, was wird das jetzt werden? Aber im Prinzip, ich glaube auch, du hast zwar eine sehr professionelle Website, wie ich gesehen habe, aber es ist halt auch nur so ein Anlaufpunkt vielleicht für mal so eine Kontaktsache und generell auch Webseiten und wie du schon sagtest, so auf dem Treesuit da ein Logo. Unbewusst wahrscheinlich, aber wirklich zählen tut es ja Ja, wahrscheinlich heute nicht mehr, oder? ich glaube, das zählt gerade bei mehr, wenn es halt eine Live-Übertragung von den Rennen gibt, dann macht es schon irgendwie was aus, dass du die Logos drauf hast. Aber im Prinzip sind viele andere Dinge, glaube ich, mittlerweile viel wichtiger. Und ja, wie du sagst, bei einem Jan Frodeno ist das vielleicht noch so, der hat aber dann auch andere Dinge, die viel wichtiger sind als die Logos auf dem Einteiler. Und die sind dann nur noch mal gefühlt das I-Tüpfelchen. Und ich glaube, dann kann man nicht mal hingehen und sagen, die Fläche kostet so viel, die so viel, die so viel. Einfach weil der Sport, glaube ich, nicht so viel im Fernsehen stattfindet. Ich meine, vielleicht wäre das anders, wenn wir jede Woche im Fernsehen sind. So müssen wir halt viel mehr über andere Kommunikationskanäle mit der Umwelt Ja. kommunizieren. Also das heißt, Tom macht quasi so ein Background, so ein bisschen managt das mit den Unternehmen und Sponsoren etc. Aber jetzt haben wir hier auch korrespondiert, so das ganze Insta und Social Game, das ist schon noch 100% deins. Und also ich hätte mir jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt auch das völlig legitim gefunden, wenn da jetzt eher sozusagen als Schranke davor funktioniert und erstmal guckt, wer kommt da jetzt überhaupt an Anfragen, was kommt da rein, so nicht. Wahrscheinlich, wenn es größer wird. Also ich würde sagen, wir sind da eher so, dass wir so im regen Austausch stehen. Wir treffen ihn sehr, sehr oft zum Leidwesen seiner Frau, nein, Spaß. Wir stehen da im Austausch. Also auf jeden Fall, auch was Posts angeht, was mit Kommunikation mit den Partnern angeht. Also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, er macht sehr, sehr viel als so der klassische, sehr, sehr viel mehr als der klassische Manager.
wie man sich das jetzt vorstellt, der mit den Sponsoren verhandelt und Verträge unterschreibt, ist es eher das Außenrum noch viel, viel mehr. Und das ist auch viel Content und auch Projekte, die vielleicht jetzt im Hintergrund laufen, wovon man noch nichts weiß. Das ist mega cool. Und bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja. Ich glaube, wir haben da beide Bock drauf. Ja, das glaube ich. Das sieht man ja auch. Und ja, Thema Social Media, du sagst ja schon auch den Partnern, weil du dich ja auch jetzt schon professionalisiert hast, neuer auch Radsponsor und da kommt ja auch viel. Und vor allem, man sieht ja auch, Stichwort Professionalität, dass du ja auch wahrscheinlich sehr großen Wert darauf legst, dass es eben auch stimmig aussieht und eine hohe Qualität hat. Und gut, Thomas, ja schon gesagt, ist ja auch selber Fotograf, dass das schon, schon ein richtig großer Benefit und Mehrwert ist, auch für die Partner, nicht? Also ich hatte so mal so die eine kleine These aufgestellt in einem der Interviews, dass eben ein Triathlon-Profi heutzutage, es reicht halt nicht mehr, Leistung zu bringen. Außer wenn du vielleicht ganz, 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 ganz überkrass bist. Wahrscheinlich auch dann nicht so, weil du eben ja auch medial gefallen musst, nur nicht. Deswegen gar nicht unbedingt eine Frage so, aber so dieses Social-Media-Ding, macht dir das Spaß? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich bin so professionell und ich mache das aber auch einfach? Ich glaube, es kommt immer darauf an, ne? Im Großen und Ganzen macht mir das Spaß, aber es gibt natürlich auch immer mal Phasen, wo man gerade da keinen Kopf für hat und dann halt das trotzdem macht, weil ich das einfach auch so als Part von dem Ganzen sehe. Gut, ich habe jetzt lange nicht solche Reichweiten wie ein Jan Frodeno oder ein Patrick Lange oder ein Sebastian Kienle, aber ich bemühe mich dahin zu kommen und versuche da viel zu machen. Ich weiß auch, klar, professionelle Fotos sind gut, aber es muss man auch immer so ein bisschen, muss stimmig sein. Ich habe das jetzt auch schon, man lernt das ja auch, ne? Ich habe das auch schon gemerkt, zu professionell sollte es auch nicht immer sein, weil dann wirkt es nicht mehr authentisch. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenpunkt, diese Authentizität zu behalten und trotzdem das Ganze rüberzubringen. Und zum Beispiel möchte ich irgendwie es hinkriegen, so ein bisschen noch die Abgrenzung zu einem Influencer, weil das sind wir nun mal einfach nicht, aufrecht zu erhalten und nicht überall für Codes rauszufeuern. Das klar, am Anfang macht man das mal, weil man einfach sagt, okay, jetzt habe ich friss oder stirb, der Partner möchte das. Ja. Aber sobald man dann irgendwie selbst entscheiden kann oder da auch seine eigene Entscheidung mit reinbringen kann, glaube ich, gibt es andere Wege, das cooler zu verkaufen und auch für die Leute, die das dann konsumieren sehen, denen das anders rüberzubringen. Ich weiß auch, dass das nicht alle Unternehmen so sehr verstehen, was der Unterschied von einem Influencer zu einem Profisportler ist und welche Tragweiten das hat. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema und ich glaube, das wird auch nicht kleiner werden in der Zukunft. Ich glaube, dass eher noch andere Sachen hinzukommen, die wichtiger werden und ja, am Ende des Tages will ja das Unternehmen von einem Profisportler, also will ja die Reichweite nutzen, um mit den eigenen Produkten zu verkaufen. Nicht? Letztendlich geht es darum, aber es gibt ja nur noch viele Unternehmen oder einige zumindest, die auch wirklich eine langfristige Vision haben, wo einfach auch die Leute selber natürlich gleich ticken. Ich sehe es so aus meinem beruflichen Kontext, dass oft auch die Unternehmen noch wirklich stupide Zahlen im Vordergrund sehen, was ja gar keinen Sinn macht, irgendwelche Followerzahlen etc. Und jetzt hast du ja gesagt, du bist so professionell aufgestellt, auch erst so, sag ich mal, seit 1-2 Jahren, aber siehst du da schon ist das schon so eine Range begegnet, so dass Unternehmen da waren, die sagen, hey, komm mal in 2 Jahren wieder, wenn du mehr Follower hast, und gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch so, merkst du, dass das so ein Umschwung ist irgendwie, dass die Gespräche vielleicht anders verlaufen, dass es mehr um langfristige Visionen geht? Klar, es ist, ich sag mal, die Partner, die man für sich gewinnen kann, die sehen, glaube ich, auch oftmals das Potenzial oder investieren in das Potenzial, weil die Reichweite dann noch nicht in der Form da ist, wie bei den absoluten Topstars. Ich glaube aber, wie du es ja auch schon sagst, ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr positionieren, aber ich bin auch oder vertrete klar die Meinung, dass reine Followerzahlen nicht viel aussagen. Ich kenne viele Leute, die da deutlich größer sind. Ich weiß auch, dass man die sich sehr leicht auf anderen Wegen beschaffen kann. Finde ich nicht so cool persönlich, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und ich weiß auch, dass Unternehmen, die sich damit auskennen und die ziemlich oder die auch bei der Thematik auf Zack sind, was ganze Social Media angeht, die sehen das auch sofort, wenn das nicht sauber ist. Und die sehen aber auch, wenn du viele Follower hast, aber wenig Interaktion, wenig auf deinem Kanal passiert, dann kannst du ja noch so viel Reichweite haben, aber wenn einfach kein Content kommt, dann ist es auch wieder schwierig. Ich glaube, das ist immer so eine situative Entscheidung und Einzelfallentscheidung. Aber ich glaube,
es ist ja auch nicht nur Social Media alleine, sondern das ganze Internet oder was da noch für Möglichkeiten gibt, die dann eine Rolle spielen. Haben wir jetzt auch gesehen, Fried hat gerade mit YouTube Ich habe noch angefangen. nicht reingeschaut, Das stimmt, ja. sind alles Vermarktungsformen. Und ich glaube, wie du halt gesagt hast, ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen die Performance nicht mehr an eins sehen. Aber man muss ganz klar sagen, du wächst als Athlet auch nicht so krass, wenn du nicht die Erfolge hast. Ne? Das muss man auch immer noch so sagen. Den Unternehmen ist das vielleicht dann nicht mehr so wichtig, aber die Reichweite kriegst du ja trotzdem am besten dadurch, indem du Erfolge feierst und dich bekannt machst. Ja, du hast ja auch geschrieben, Partners of Choice. Also es ist ja auch so, dass du es dir auch schon jetzt natürlich aussuchen kannst, ne? Durch wahrscheinlich deine Erfolge, dass es zumindest mal nicht hinderlich ist. Ja, ich würde sagen, so aussuchen in Form von, ja, man es ist jetzt noch nicht so oft, es ist auch, glaube ich, das erste Mal die Situation, wo überhaupt da in die Richtung was funktionieren kann. Aber ja, klar möchte man mit Unternehmen zusammenarbeiten, die auch einem eine Wertschätzung gegenüberbringen und nicht das, also ich glaube, das funktioniert halt immer, oder deshalb würde ich auch das Thema oder das Wort Sponsoring nicht so oft, sondern wie ich Partner, dass wir schauen nach Partnerschaften, die wir mit Unternehmen machen, wo es ein Geben und Nehmen ist. Wir versuchen, denen was zu bieten und dafür was zurückzubekommen. Ich glaube auch, dass eine Sponsoring-Partnerschaft nur Sinn macht, wenn das Unternehmen das auch für sich nutzt und nutzen möchte. Wir haben auch schon mit Unternehmen gesprochen, die den Athleten da oder die den Athleten sehen, der muss denen was bieten, Content erstellen, aber das Unternehmen muss den Athleten nicht unterstützen. Und ich glaube, so eng, klar, wenn das vertraglich festgehalten ist, dann kann man das so machen. Ich glaube, so funktioniert in der heutigen Zeit, und du bist ja auch aus dem Sektor, aber so funktioniert Marketing, glaube ich, nicht. Ich habe das ja auch durchaus ein paar Jahre studiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Ahnung habe, weil ich aus dem noch nicht so die Berufserfahrung habe, aber aus dem, was man so mitbekommt, es ist ja immer, ja, sehr, sehr vielseitig. Du kommst ja auch aus dem Kurzdistanzbereich, und da ist es ja das ist ja das Team sozusagen, was so ein bisschen zählt. Wobei ich auch jetzt schon gelernt habe, dass es eher so eine Zweckgemeinschaft ist und man jetzt nicht wirklich so viel zu tun hat miteinander. Es gibt ja auch ein, zwei, drei Teams in der Langdistanzszene. Ist das auch ein Thema für dich gewesen? Wäre das ein Thema? Oder sagst du da wirklich, weil da gibt es ja auch viele, die ja wirklich in eigenen Filmen sehr, sehr erfolgreich fahren, dass es vielleicht, dass es kein Thema ist? Also auf jeden Fall haben wir auch schon mit Teams gesprochen. Ich finde das eigentlich an sich eine coole Sache, dass man irgendwie sich so trifft als Team und da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner findet, zusammen ins Trainingslager fährt und das irgendwie so aufbaut. Ich bin jetzt tatsächlich aber nicht böse drum, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, dass man sich individuell besser positionieren kann und man spricht ja immer wieder, dass man eine Marke aufbauen möchte und dass das wahrscheinlich einfacher, aber wie gesagt, das hat alles ein Für und Wider und man muss halt schauen, was dann in der Situation zu einem passt und wie wir das aufbauen. Ich bin jetzt so, wie wir das gerade machen, ziemlich happy. Hoffe, dass das so weitergeht. Am Ende muss man halt ganz klar sehen, dass das nicht nur das sein kann, sondern dass man auch sich irgendwann dann mal zu dem Punkt kommen muss, ich konzentriere mich jetzt auf die Performance und wie man immer so schön sagt, wichtig ist auf dem Platz und dann ja. Ja, oder auf die Masterarbeit, wie der Ah ja, 100 Punkte. dass du mal nicht den Mediatermin mit dem Team wahrnehmen kannst, sondern an der Masterarbeit. Du schreibst ja gerade aktuell. Kann es sein, dass du in dem Bachelorstudium keinen Kaffee getrunken hast? Ich trinke noch nicht so lange Ja. Kaffee. Ich glaube wahrscheinlich angefangen mit der Bachelorarbeit ungefähr zu der Ja, Zeit. Wahnsinn. Aber Also, oder erst danach. Also ich glaube meine erste Kaffeemaschine, also ich habe auch nie ich glaube, mein erster Kaffee war auch aus dem Siebträger so gefühlt. Ich habe mir damals so eine kleine De'Longhi-Maschine geholt. direkt eine Siebträger gegönnt. Ja, es ist, also ich glaube, die kostet irgendwie 200 Euro oder so eine De'Longhi, so eine ganz kleine, und habe damit angefangen. Und habe jetzt, das glaube ich jetzt, ich habe jetzt gerade eine neue, das ist jetzt meine vierte, glaube ich schon. Jetzt reicht es auch erstmal, hoffentlich. Wie kommst du zur vierten schon? Hast du den hohen Verschleiß? ich hatte die kleine, dann hatte ich so eine, im Prinzip ist das, habe ich letztens zu meiner Verlobten gesagt, das ist mein einziges Hobby. das mit dem Kaffee, ich habe da Spaß dran Ja. und Ja, lass uns doch mal kurz ja. da einsteigen. Also, ich habe das Gefühl, dass es halt wirklich auch so ein Lifestyle ist, den gerne viele einfach auch leben. So nicht? Ich schließe mich da gerne mit ein. Und ich habe ja auch erst schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir was aufgenommen haben, dass ich mir auch eine Aeropress zugelegt habe und dass es ein
Gamechanger ist, so was den Kaffee betrifft. Ich dachte mir, ich will gar nicht zu sehr auf die Stratmann-Skala eingehen, weil das ja schon als ein oder andere Mal thematisiert wurde. Aber ich dachte mir, vielleicht kannst du ja jetzt für alle Zuhörerinnen, die ja wahrscheinlich auch das Kaffee-Game so ein bisschen feiern, vielleicht mal so deinen Blueprint rausgeben, wenn man doch unterwegs ist und vielleicht sich denkt, Aeropress, was ist das eigentlich? Oder vielleicht habe ich davon schon mal gehört und guter Kaffee könnte man damit unterwegs machen. Es gibt ja sogar, ich habe gesehen, es gibt Aeropress-Weltmeisterschaften. Also das ist ja Wahnsinn. Ja. Und ja, erzähl ruhig gerne. In dem Aeropress-Game, wie man das so schön sagt, bin ich gar nicht so sehr drin. Ich habe zwar eine, ich benutze sie, wenn ich im Trainingslager auf Wettkampfreisen oder so bin. Man muss, glaube ich, differenzieren. Aus einer Aeropress trinkt man keinen Espresso oder keinen Espresso-Bohnen. Das ist eher ein Filterkaffee, der sozusagen ja mit Druck durch einen Filter gepresst wird. Also dann nicht durchläuft, wie bei einem normalen Filter. Und wie bei allem, man kann auch richtig guten Filterkaffee trinken. Kommt es auf die Bohne an und wie du die mahlst. Am Ende ist es ja auch zum Beispiel bei einer Siebträgermaschine ist eigentlich das Mahlwerk oder die Mühle wichtiger als die Maschine. Ja, das habe ich auch gelernt, stimmt. Und du würdest du gemahlenen Kaffee kaufen? Ich würde nicht sagen, ich bin nicht zu pingelig. Ich würde auch mal gemahlenen Kaffee kaufen und trinken, solange es denn schmeckt. Wenn du den aus einer Rösterei frisch holst und den dann auch relativ zeitig aufbrauchst, dann glaube ich, ist das irgendwie vertretbar. Aber ja, ich schäme mich da jetzt auch nicht zu sehr an. Ich trinke auch mal einen Espresso-Kaffee, auch wenn das vom Umweltfaktor natürlich nicht so gut ist. Aber verurteile ich würde auch niemals jemanden verurteilen, der das macht. Also dafür mache ich auch sehr viel zu viel Sachen, die dir. Also das ist sowieso ein Thema für sich Umwelt. Ja, hast du da so deinen Coffee of Choice, also deine Marke? Tatsächlich noch nicht so richtig. Ich habe auch irgendwie keine Partner oder so. Also, wäre das ein Thema? Also, weil ich habe mir gedacht, so wenn ich mir für diesen Podcast, der ja ganz neu ist, einen Partner raussuchen könnte, dann wäre das definitiv ein cooles lokales Café in Berlin hier. Weißt du? Ich finde das tatsächlich gar nicht schlecht. Ist natürlich, ich weiß nicht, ob die Unternehmen das alle schon so sehen. Ich glaube, das ist auch, könnte man coole Sachen mitmachen. Ich glaube, das könnte auch für alle Parteien cool sein, aber man muss halt den richtigen Partner für finden und da kommen wir wieder zu diesem Partner of Choice oder sozusagen. Es muss passen, die müssen da Bock drauf haben und wenn da sich Synergien bilden, dann kann man da, glaube ich, was Cooles draus machen. Mhm. Bisher haben wir da jetzt noch nichts irgendwie gefunden. Ich hätte auch irgendwie mal Bock, aber ich glaube, dafür muss man auch irgendwie so eine gewisse Größe haben, mal meinen eigenen Kaffee oder sowas zu machen. Mhm. Aber auch nicht nachgemacht. Ich meine, einen Frodissimo-Kaffee haben wir alle schon mal wahrscheinlich gehabt, aber ich möchte ja keinen, so, mein Ziel ist ja nicht, Frodeno 2.0 zu werden, sondern ich möchte ich sein und schauen wir mal, was sich daraus entwickeln kann. Und jetzt, wobei ich auf die Kaffeemaschine schon neidisch bin von Herrn Frodeno. Ja, ich auch. Ich muss auch sagen, leider trifft die Phrase mit dem Broke-Sein auch noch so ein bisschen zu, dass man sich sowas noch nicht gönnen kann, aber man kann ja drauf sparen schon mal. Ja, wobei man, ich sag mal, es gibt da ja auch seine eigene Version. Ja. Ich meine, die kostet, glaube ich, 6.500 Euro, das muss man ja auch nicht haben. Ja. Es gibt Maschinen mit der gleichen Funktion für ein Drittel. So eine habe ich auch und damit bin ich auch glücklich. Ja. Ich bin, wie gesagt, auch seit so ein, zwei Jahren so in diesem Kaffee-Game drin und meine Freundin meinte dann, ja, ich kaufe dir die so und dann hat sie sich den Preis angeguckt und dann war das Thema noch. Also halt, war sie noch jungfräulich, was da die was angeht. Aber was würde denn dein, also wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich habe halt den nötigen Groschen, was wäre jetzt dein Setup? Also was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich gönne mir jetzt mal so eine Siebträgermaschine, was wäre da dein Setup? Kommt drauf an, was du trinken möchtest. Wenn du sagst, du trinkst nur Espresso, dann reicht dir teilweise sogar ein Einkreiser aus. Also ein Kreislauf, der sowohl die für die Zubereitung des Espressos als auch fürs Aufschäumen der Milch da ist. Ich glaube mittlerweile, es kommt, genau, wenn du sagst, ich habe das nötige Kleingeld, dann würde ich, glaube ich, der heutige Jan wird keine Kompromisse mehr machen. Und wenn ich da einfach Bock drauf habe und es geil finde, dann würde ich mir einfach einen Dual-Boiler kaufen. Da gibt es verschiedene. Mhm. Ich habe jetzt eine Rocket R58 oder Cinquantotto, heißt das auf Italienisch, glaube ich. Und eine Eureka Perfetto Mühle, die sich damit auskennen, wissen jetzt, was ich meine. Aber auch stolze Preise, also als ich da mal so geguckt habe. Absolut, ich dachte, absolut. Also. Ja, das ist schon ein gutes Monatsgehalt, was man da ausgeben kann.
Ja, wie gesagt, andere fahren Motorrad oder so. So kann man das schon fast vergleichen. Nee, aber ja, definitiv es ist es ein cooles Hobby irgendwo, würde ich sagen. Aber auch sehr kostspielig, keine Frage. Ja, das stimmt, ja. Was auch, wie dem Kaffee viele Profi-Triathleten verbindet, zumindest so höre ich das immer so raus, ist dieses Studium. Also, dass doch schon viele auch nebenbei studieren oder auch sagen, ja, einfach, ich möchte mich auch aufstellen halt für danach so nicht. Und bei dir ist es ja jetzt dann auch das BWL oder Sportmanagement-Studium gewesen. Was waren deine Motivationen daraus? Kam das vor dem Profi-Dasein? Wie war der Step da? Ich glaube, da muss man ganz klar differenzieren. Ich war nie in der Position zu sagen, also aus meiner Perspektive, in der Position zu sagen, ich mache nur Sport. Das muss ich auch so deutlich sagen. Ich habe Abitur gemacht 2013, das ist auch schon eine ganz lange Zeit her. Und ja, da hatte ich 2 Jahre Triathlon gemacht. Ich hatte den Traum, ich wollte das. Ich war auch sehr, sehr ehrgeizig, zielstrebig und glaube ich, irgendwie ganz okay. Ich war jetzt nie in der Jugend gut. Ich glaube, mein bestes Ergebnis war, ich möchte nicht lügen, 6. Platz irgendwann mal in Deutschland oder 5. Platz in einem Deutschlandcup oder so im Nachwuchs. Ich war da nie ganz vorne. Jetzt, mit denen ich jetzt noch trainiere, das sind die, die dann ganz vorne waren. Ich weiß auch, dass alles gute Jungs sind. Und ja, ich bin halt dran geblieben. Ich hatte den Traum. Ich habe aber immer halt nebenbei gesagt, das war auch so ein Deal mit meinen Eltern damals, wir unterstützen dich, soweit wir können. Ich habe viele Geschwister, mittlerweile 7, 6. Also Okay, mein Papa hat nochmal Full House. geheiratet. Das heißt, wir hatten auch nicht, oder meine Eltern hätten jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, zu sagen, wir finanzieren dich jetzt irgendwie über einen gewissen Punkt. Ich hatte ein, zweimal Glück, zum Beispiel mit einem Sponsor aus Holland, der mich dann, wo ich dachte, 2018 war mein Erspartes weg, dass der dann sagt, der mich nach Holland gezogen, der hat das so ein bisschen finanziert, oder das war so ein Start-up und sonst wäre das da wahrscheinlich auch schon zu Ende gegangen irgendwo. Und ja, wenn du viele Geschwister hast und deine Eltern jetzt nicht stinkreich sind, muss man ja auch immer so sagen, und du brauchst halt viel Geld für diesen Sport, dann ist das irgendwo endlich. Ich hatte dann, wie gesagt, zweimal Glück und konnte das dann weitermachen, habe mein Studium nebenher gemacht. Das war immer die Grundvoraussetzung, weil ich zu keinem Zeitpunkt bis 2019, 20 davon ausgehen könnte, dass ich davon leben kann, sozusagen. Krass. Ich hatte den Traum, aber habe niemals mich darauf verlassen. Es gibt ja auch oft, oder das ist ja auch cool zu sagen, there's no plan B oder nicht Planet B, aber Plan B. Plan A muss funktionieren. Ist ja auch von von Frodo immer oft so geprägt. Ich meine, das kann man machen. Ich glaube immer, ich könnte das nicht, weil ich bräuchte mir diese Rückfallebene. Dann stehst du also ohne alles da. Ich weiß es nicht. Und ich meine, selbst wenn du, es ist ein Sport, den du lange professionell ausüben kannst, vergleichsweise. Ich meine, selbst wenn du mit 40, 42 aufhörst, dein Leben ist ja noch nicht vorbei. Natürlich nicht, ja. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte auch dann nicht irgendwie sagen, also muss jeder für sich entscheiden, aber ich sage nicht, ich möchte dann irgendwie Trainer oder so, das ist nichts für mich. Und ich habe mir jetzt auch nicht 9 Jahre lang den Arsch aufgerissen, ein Studium irgendwie daneben dem Sport herzukriegen, um zu sagen, ich möchte damit nicht irgendwas anfangen können. Klar, mit 40 in den Beruf einzusteigen ist dann auch schwer, aber ich glaube, der Sport kann einem dahingehend auch relativ viele Türen eröffnen, dass man doch noch irgendwas Cooles machen kann. Und wie gesagt, wir reden immer noch von Sport. Es kann von einem auf den anderen Tag sehr schnell vorbei sein, wenn irgendwas passiert, weiß es nicht. Und das ist dann doch cool, einen Plan B zu haben. Ja, du hast ja auch gesagt, du hast schon Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, letztes Jahr war das, wo du auch relativ viel, wie du schon sagtest, man kann sich schnell verbrennen im Trainingslager. Und dann eben auch so ein bisschen Lehrgeld vielleicht bezahlt hast, weil du halt so ein bisschen die Regeneration dann doch hinten angestellt hast. Ja, das ist halt auch die Kehrseite der Medaille, sag ich mal, wenn man versucht, also man kann nicht zwei Sachen zu 100%, das ist klar. Und deswegen glaube ich, dass ich noch nie 100% Profi war, bis jetzt. Auch jetzt noch nicht. Wenn du immer noch doch studierst, klar, auf der anderen Seite, dieses nur Triathlon, das ist auch. Dachte ich auch, man trainiert dann immer nur noch den ganzen Tag. So ist das halt auch nicht, ne? Wie gesagt, das hatten wir ja gerade, das Drumherum wird auch mehr und ich denke mir, dass das bei denen, die dann auch sehr erfolgreich sind, noch deutlich mehr ist. Und man muss sich halt gut organisieren und dann kriegt man das alles hin. Aber ja, das sollte nebenher laufen und ich glaube, das macht ja auch, irgendwie hat fast jeder schon mal was nebenbei gemacht. Ja.
Du hattest auch mal, ich glaube, ich habe das richtig verstanden, hatte so oder interpretiert, aber dass ihr euch selber oder du dir mit deiner Trainerin zusammen vielleicht auch so die Frage gestellt habt, ja, warum ist jetzt noch nicht der Durchbruch gekommen, nicht? Ob das dann vielleicht auch zum Beispiel, oder ich drehe das mal andersrum, die Frage, du hast ja auch schon selber gesprochen davon, dass du halt durchaus mal gerne über das Ziel hinaus schießt und auch Sachen zerdenkst, und du redest auch teilweise darüber, dass du verkopft bist und verkrampfst und so. Und aber es wirkt alles schon sehr reflektiert. Und hast du dich damit professionell auch beschäftigt? Ich glaube, das eine ist immer, was man sagt, und das andere ist, was man macht. ich kann viele Dinge, glaube ich, ganz gut reflektieren, aber ich kann sie auch genauso gut nicht umsetzen. das heißt, ich weiß auch, wenn ich Scheiße baue im Training, wenn ich zu über den Punkt gehe, wenn ich zu viel mache, und das ist oft auch einfach, glaube ich, nicht, dass ich das Training an sich nicht verpacken würde, das ist oft einfach bei mir tatsächlich noch eine mangelnde Regeneration, weil zu viel außen rumläuft und ich zu wenig bei mir bin und zu viel bei anderen. Das ist eine Schwäche von mir, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich die besser im Griff habe und auch besser in den Griff kriegen werde in der Zukunft und daran hart arbeite. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, das hat auch jeder irgendwie schon gefühlt so mal, oder sehr, sehr viele haben das schon erlebt, dass sie das Schiff mal gegen die Wand gefahren haben. Vor allen Dingen, als ich noch deutlich jünger war, irgendwie mit 18, 19, da dachte ich, ich bin unzerstörbar und habe Trainingsumfänge abgerissen, die ich jetzt nicht mehr fahre. Und war, glaube ich, auch mal gerade in der Potsdam-Zeit sehr lange drüber und konnte dann halt auch einfach im Wettkampf keine Leistung abrufen, weil man, das glaube ich, tun auch, es gibt Leute, die das tun, oder will mich da selber mit einschließen oder habe das auch mal getan. Man, am Ende ist es, du trainierst dann, also man trainiert ja eigentlich oder sollte eigentlich trainieren, um bei den Wettkämpfen gut zu sein und trainiert nicht, um zu trainieren. So. Aber es gibt auch Leute, die das, wenn das für die okay ist, ist das ja cool, aber am Ende will ich ja bei den Rennen erfolgreich sein und das da tun, um da erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist so ein Lernprozess, den die allermeisten durchlaufen, dass im Training keine Rennen gewonnen werden und mal da ein bisschen zurückzutreten und sich 2, 3% zu lassen, auch für lange, lange Saisons, ist das sicherlich nicht schlecht. Also es ist halt, mir ist es schon aufgefallen, und deswegen hatte ich mich auch gefragt, weil ja auf zum Beispiel einer Website hast du auch einen Sponsor, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, KBAP, K-Bab, und ich habe mich halt Nee, gefragt, es war schon ja, richtig. okay, ob du, Ist kein Döner. Wurde ich oft darauf angesprochen. siehst du, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe mich halt gefragt, weil wer sich mit Sportpsychologie und sowas auseinandersetzt, da merkt man schon viele, also man merkt schon, dass sich da jemand mit auseinandersetzt, nicht? Und ob du da vielleicht auch einfach dann professionell auch unterstützt wirst sozusagen, nicht? Gerade wenn man auch so die Großen hört, immer wieder, nicht? Da merkt man ja auch schon, da wird dann oft davon gesprochen, dass man mal aus der Perspektive rausgehen soll, aus dem Balkon raus und sich selber betrachten und mit der Angst und dem Schmerz sprechen und so Sachen, nicht? Also, das ist auch schon eine Sache, mit der du dich auch professionell schon auseinandergesetzt hast, durchaus, nicht? Ich habe das tatsächlich auch mal schon früher, als ich in Potsdam war, da gab das Angebot auch mal da, dass ich da zu einer Sportpsychologin gegangen bin. Ich war letztes Jahr, habe ich angefangen, mit jemandem zu arbeiten, aber tatsächlich so richtig mich darauf einlassen konnte ich dahingehend noch nicht. Muss ich auch ehrlich gestehen, dass ich mich da in diese Techniken und so, dass das irgendwie nicht so meins war. Eigentlich am meisten hilft mir das mit entweder meiner Freundin, meinem Vater tatsächlich, irgendwie, weil er ziemlich ähnlich tickt wie ich, auch wenn unsere Gespräche oft lauter werden, weil wir uns gegenseitig irgendwie anzicken. Anschreien. Ja, aber also trotzdem schafft er es vor Rennen, mich immer wieder so, ich sag mal, einzunorden. Oder auch im Alltag oder wenn ich da mit ihm drüber spreche. Ich glaube einfach, weil er ziemlich cool, gut das reflektieren kann, weil er ähnlich tickt. Oder auch viele Gespräche mit meiner Trainerin sind auch oft so, dass mir das dann hilft in Phasen, wo es dann halt mal schwieriger ist. Und darüber sammle ich dann irgendwie mehr Kraft und ja, komme dann wieder zurecht und auch das, was du gerade schon gesagt hast, das sagt mir mein Vater, glaube ich, einmal im Monat, dieses aus der Situation heraustreten und das sich von außen betrachten und dann ist es doch alles gar nicht so, oder wie man dann denkt. Aber ja, das ist klar, wenn man sehr ehrgeizig ist und vieles richtig machen will oder so, vielleicht auch perfektionistisch veranlagt ist, glaube ich, dann hat, oder generell, zu einem Punkt Leistung bringen will, dann kommen immer schwierigere Phasen und damit muss man dann irgendwie umgehen und irgendwelche Strategien entwickeln,
wie man trotzdem ruhig bleibt und fokussiert und sich nicht zu sehr verkrampft. Ja, das ist, wie gesagt, Reden und Handeln ist immer schwierig. Ja, genau. Ja, ich meine, ich glaube, man muss sich auch davon freimachen und ich mich auch. Und das fällt mir immer noch schwer, dass es immer perfekt sein muss. Es darf wahrscheinlich auch mal so Phasen geben, wo es nicht so läuft. Ja. Das ist jetzt so einfach gesagt. Wenn die Phase wieder ist, dann denke ich darüber da anders. Aber ja, man wird ja auch älter. Ja, das sage ich mir auch immer. Ja. Mal was ganz anderes. Kennst du eigentlich Dragon Ball? Die Serie Dragon Ball? Ja, hab's nie gesehen, aber ich kann durchaus was damit anfangen. Ja, okay, also vielleicht kennt es ja der andere. Also ich komme aus der Generation, oder Millennial, wie man so schön sagt. Und ich bin damit aufgewachsen. Und ich muss sagen, es ist nicht ganz ernst gemeint, aber du erinnerst mich so an einen der Hauptcharaktere. Und zwar ist es ja der Son Goku gewesen. Wer sich da interessiert, kann ja mal gerne mal gucken. Und der hat immer, also das Prinzip war so bei der Serie, dass es gab so diese Saiyajins, so diese ganz krassen Krieger, Kämpfer. Und dann kam oft immer so ein Feind, so ein Böser, und der war immer viel zu stark. Ja. Und da mussten die halt trainieren. Und also ich finde halt, du siehst den einen Son Gohan da, den Sohn sozusagen, so ähnlich mit dieser, mit der schnittigen Frisur so. Und was ich aber interessant fand, letztes Jahr ging es ja so oft, dass du oft an dem Podium vorbeigeramscht bist. Immer. So ein paar Sekunden waren das immer meistens. 20 war das. War es 21? Bis 21 war das eigentlich immer so, als ich Vierter oder Fünfter wurde. Ja, und ich habe mir halt so gedacht, ah, das ist interessant. Das war wie so eine Art Endgegner anscheinend, so dieses Podium-Ding irgendwie. Vielleicht, ich sage das mal jetzt bewusst, so ein bisschen überspitzt alles. Und dann haben die halt diese Krieger da trainiert, um halt diesen Endgegner quasi dann wieder zu besiegen, und dann war wieder alles gut. Deswegen habe ich mir gefragt, ist es vielleicht auch dann, wenn so immer wieder das Gleiche ist, so eintritt, nicht, dass diese Sekunden fehlen, ob man dann auch vielleicht, ob das dann auch eher so die Kopfsache ist, dass man vielleicht noch nicht genug an sich glaubt oder so, weißt du? Ja, ich glaube, das macht irgendwie immer mal Knick, aber ich weiß halt auch jetzt in der Rückschau, was noch alles gefehlt hat. Ich weiß, dass ich mich nie davor gescheut habe, stark besetzte Rennen oder da anzutreten. Und das war halt auch, glaube ich, in dem ersten Jahr 2019, 2020 war das, 2020 ist ja nicht viel passiert, aber 2019 war es einfach so, mein erstes Rennen war 73 in Gdynia mit einem sehr starken Feld. Mein Frodo war auch am Start und vor mir war dann am Ziel noch der Miki Tagholt, der jetzt Vierter bei der WM war, und der Maurice Clavel. Ja. Und ich weiß auch, Nils war am Start, Nils Kastlein, Giulio Molinari, das waren für mich alles große Namen damals, auch jetzt noch. Und ja, aber ich hatte irgendwie dann trotzdem keine Scheuklappen, bin dahin, bin halt undankbar, wie auch immer, Vierter geworden. Für mich war es trotzdem ein großer Erfolg. Ja. Und die Rennen danach waren halt auch immer sehr knapp. Ich glaube, im Zell am See 2019 waren es, glaube ich, Platz 1, eine Minute 30 oder 50 und bis Platz zum Podium 25 Sekunden. bis zu Platz 4 eine Sekunde. Ja, aber dadurch lernt man halt auch viel, ne? Weil Rennen, die eng sind, und ich weiß auch, dass ich da vom Material her und von allem außenrum sowas, so Sachen sind, die jetzt nicht die reine Performance betreffen, noch sehr, 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 sehr viel Potenzial da war und auch noch immer noch ist. Es gibt ja so viel, was du über deine eigene persönliche Leistung im Sport hinaus machen kannst, um schneller zu werden, gerade auf dem Fahrrad. Von irgendwelchen Aerotests über Sitzpositionen. Aber es ist auch ein Prozess und das finde ich ziemlich cool. Und genau, ich glaube auch jeder, der dann jung ist, das habe ich jetzt auch immer öfters erfahren, dass ich wollte das auch immer alles sofort, aber ich glaube, das muss man alles entwickeln lassen und da kommt dann irgendwann und dann macht man den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und ja. Also du meinst, also das dann ist so dieser klassische Ansatz, dass du erstmal so die Basics machen sollst sozusagen, dass erstmal das Training und den Aerotest auf der Bahn, das kann noch später kommen sozusagen? Ja, ich meine, klar, ich fände es jetzt auch cool. Ich hatte einfach erstmal, ich glaube, man hat auch, ich weiß nicht, wer die Möglichkeiten schon dazu hat, so früh. Ich hatte sie einfach nicht und bin halt auch mit dem Material erstmal klargekommen. Ja. Man könnte jetzt sagen, immer irgendwelche Floskelnqualität setze ich immer durch. Weiß ich nicht. Ich werde vielleicht in diesem Jahr mal einen Aerotest machen oder mal im Windkanal gehen. Jetzt habe ich vielleicht die Möglichkeiten, aber ich bin auch so klargekommen. Ich glaube, es gibt viele Punkte, die man vorher verbessern kann, bevor man jetzt irgendwie da Tausende von Euro in die Hand nimmt. Aber ja, es ist auch wieder ein Puzzleteil, ne? Ich sehe das da ganz normal als großes Puzzle und man setzt Teil für Teil zusammen und hofft, dass das und schaut, wo es einen hinträgt. Ich habe zum Schluss noch fünf schnelle Fragen, aber vorab hätte ich noch eine andere, und zwar, ich glaube,
Trimtex ist auch ein Sponsor von dir, ja. Genau. Und da sind ja auch die Norboys am Start. Hat man da, kommt es da irgendwie vielleicht zu Kooperationen? Oder wäre das eine Sache, die du interessiert wärst? Oder, also, das sind ja auch, also, weißt du, die sind ja quasi so jetzt so ein bisschen die Shining Stars aktuell in der Szene und jeder spricht so ein bisschen über die Norweger. Zumindest ist das die Perspektive, die man von außen so hat. Da habe ich mich gefragt, wäre es vielleicht auch cool, da mal so ein bisschen durch diesen Sponsor halt einfach, jetzt nicht im Fanboy-Style, einfach da mit denen in Kontakt zu kommen, sondern einfach auch sich auszutauschen. So. Oder ob das ein Thema ist, nee, ich fokussiere mich einfach eh nur auf mich. Also ich finde es super interessant, was die machen. Ich finde es cool, wie die wissenschaftlich an das ganze Thema rangehen. Mm. Ich finde es auch cool, wie sie ihr Leben leben, also was sie für ein Lebensziel haben. Ich meine, die leben ja im Trainingslager quasi. Ich weiß nicht, ob das... Also für mich wäre es, glaube ich, langfristig nichts. Ich glaube, ich bräuchte ein soziales Umfeld und ich lebe auch für den Sport, aber ja, ich konnte halt oder hatte halt nicht die Voraussetzungen, um das so wie die zu machen. Ich meine, jeder geht auch seinen Weg irgendwo. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit denen irgendwie trainieren. Ich glaube, es sind coole Jungs. Ich kenne die persönlich gar nicht so gut. Also ich glaube, ich habe noch mit keinem von denen so wirklich ein Gespräch geführt. Mhm. Das Einzige, was gut ist, dass ich hoffentlich den gleichen Einteiler wie Blumi fahren kann. Und ich glaube, der ist recht schnell, weil die den ja für dieses Sub-7-Project da relativ viel Entwicklungsarbeit reingesteckt haben. Davon profitiere ich jetzt. Das ist schön. Aber ansonsten habe ich da keine Berührungspunkte. Aber wie gesagt, ich finde cool, was sie machen. Und ich glaube auch, dass sie den Sport ziemlich auf den Kopf stellen aktuell. Und das ist auch wieder eine neue Herausforderung. Ja, auf jeden Fall da so ein bisschen gefühlt die Grenzen so ein bisschen pushen. Nicht? Also das hat man schon das Gefühl, dass man sich da als... Auf jeden Fall. Sich da als Athlet, der auch in den ähnlichen Sphären ist, da auch ein bisschen orientieren muss. Wir kommen zum Schluss mal noch zu 5 schnellen Fragen. Und war jetzt eigentlich irgendeine Frage, wo du gedacht hast, die kommt, aber die kam jetzt nicht? War da was dabei? Was wird dir immer gestellt und wo du denkst, oh Mann, ey, schon wieder? spontan fällt mir da jetzt gar nichts ein, was mich nicht gefragt wurde. Nee, ist alles gut. Vielleicht fällt es mir am Ende der 5 Fragen ein. Ja. Nee, es ist ja auch nur so ein Reflex, der, wenn er nicht da ist, ist ja alles gut. Ich hatte den Simon Henseleit fälschlicherweise eine Aussage untergejubelt im letzten Podcast, und zwar dachte ich, dass er gesagt hätte, wenn denn mal ein paar Kurzdistanzler sich auf ein TT-Bike schwingen würden, dass da mal so richtig Alarm wäre. Dann habe ich aber nochmal überlegt, oh, das war ja eigentlich deine Aussage in einem Interview. Deswegen wäre jetzt mal meine Frage, was wären denn, wenn du jetzt hier so ein Team zusammenstellen müsstest mit so 4 Young Guns, ja, die du mal rausschickst. Wir können ja auch sagen, das ist jetzt mal so Strutman Records so und du signst die jetzt. Was wären jetzt diese 4 Young Guns? Wen würdest du dann nominieren? Von der Kurzdistanz. Genau, ja. Die müssen jetzt einfach mal ein Jahr... Aber aus Deutschland. Das ist dir überlassen. Also es ist, die müssen jetzt ein Jahr mal wirklich die Langdistanzszene aufmischen. Wen würdest du da nominieren? Also ich würde jetzt einfach mal vielleicht Jungs aus Deutschland nehmen. Ich war jetzt auch gerade mit dem Trainingslager, vielleicht bin ich da voreingenommen. Aber ich glaube zum Beispiel, ich meine, die haben Erfolge auf der Kurzdistanz gefeiert, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wenn man jetzt ganz einfach gerade weg, einen Tim Hellwig, einen Lasse Priester, auch einen Simon Henseleit zum Beispiel, die mir jetzt ganz spontan einfallen würden. Und ich weiß nicht, ob man Mika noch als Kurzdistanz erzählt. Wahrscheinlich nicht. Mache ich jetzt einfach mal, weil der mit denen im Trainingslagern ist. Aber wenn du die Jungs spezifisch trainieren lässt, glaube ich, dass sich da viele umgucken würden, was die für ein Feuerwerk abfackeln könnten auf einer Mitteldistanz. Einfach weil die sind schnell. Ich weiß auch, dass sie alle Rad fahren können. Und ihr sind nicht schnell laufen. Mhm. Und ich meine, das sieht man ja auch. Der Vincent Louis oder die ganze Trainingsgruppe da aus Girona mit dem Jelle Rehns, Vincent Louis, Aaron Royal und Martin van Riel, ich glaube, die machen jetzt alle im Frühjahr noch Mitteldistanzen. Danach können sie ja nochmal gucken, was da für Zeiten dann beim Laufen stehen. Und die können auch Radfahren. Und wenn die jetzt auf trainieren, in der Aero-Position halt über längere Zeit zu fahren, dann, ich meine, ich glaube auch im Vincent, was kann der laufen im Halbmarathon? 1:02 oder was? 1:03?
flat out. Ich meine, wenn der dann hinten drauf eine 1:06 läuft, ist das nicht mal schnell mehr für den. Ne? Ich glaube, das kann noch ein ganz, dass die Mitteldistanz auch noch eine ganz andere Qualität kriegen kann jetzt, wo auch die Sportler sehen, hatten wir ja gerade mit der PTO, dass da Geld zu verdienen ist und zwar auch nicht zu wenig. Ich finde es cool, dass da solche Entwicklungen stattfinden. Die Felder werden kompetitiver. Ich meine, man kann sich auch keine Schwächen mehr erlauben auf der Mitteldistanz. Ich glaube, auf der langen Distanz auch schon nicht mehr. Eigentlich nicht. Mir ist es zum ersten Mal so aufgefallen, bei der WM, 73 WM 2019, meine ich, wo Frodeno, Xavier Gomez und Brownlee da so ein richtiges Feuerwerk abgefackelt haben. So ist zumindest mein Eindruck. Das war so im ersten Mal, da ging es um 1,6er Zeiten oder sowas, wo man dachte, oh, das ist aber jetzt ein neues Level. So. Gut, ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf einsteigen, dann könnte man jetzt wieder, könnte man jetzt wieder etliche... Ja, können wir nochmal einen Podcast aufnehmen. Können wir nochmal einen Podcast aufnehmen, etliche Spin-Offs. Mit welcher Person würdest du denn gerne mal zusammen trainieren? Aus dem Sport, Triathlon, oder? Das kannst du dir völlig selber aussuchen. Es kann jeder Mensch auf der Welt sein. Insgesamt, ich glaube, ich würde mal gerne mit Roger Federer Tennis spielen. Ich würde absolut verlieren, aber ich glaube einfach so von der Persönlichkeit her, mich interessiert das einfach so, wie so jemand, so eine schillernde Persönlichkeit, habe ich mich jetzt auch mit meiner Masterarbeit mal beschäftigt. Irgendwie finde ich das einfach interessant, mal zu hören, wie das alles funktioniert. Und natürlich würde ich auch gerne mal aus dem Sport, habe ich nämlich auch noch nie, mit meinem Vorbild eigentlich von Kindesbeinen an, Herrn Frodeno noch mal eine Trainingseinheit absolvieren, bevor er dann die Karriere beendet. Oder vielleicht müsste ich mal nach Girona. Simon, ich glaube, da musste er mal mit Simon quatschen, wenn er es nicht schon gemacht hat. Die waren doch jetzt, hat er auch vor kurzem da gehaust, La Comuna. Und er meinte, dass der gute Jan da auch Jan, ja, genau, dass er da auch genüsslich immer sein Avocado-Bagel-Sandwich isst und das durchaus oft da anzutreffen ist. Ja. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht da irgendwie so ein Fanboy, der ich ja vielleicht auch einfach bin, hinterherrennen. Ja. Ich würde mich auch extrem freuen, wenn ich nochmal ein Rennen gegen ihn machen dürfte. Ja. Weil es ganz cool ist. Einmal durfte ich schon. Ich habe zumindest mal 1,9 Kilometer auf seine Füße gehauen. und das war schon mega cool. Aber ich hätte dann auf jeden Fall noch mal Bock drauf, einfach um mich zu messen, um zu sehen, wo ich da gegen stehe. Jetzt habe ich ja auch den Vorteil des Alters irgendwann. Darf er jetzt nicht hören. Aber ich glaube immer noch, dass er das Maß aller Dinge ist und bin auch sehr gespannt auf das Jahr. Und vielleicht auch in der Vorbereitung auf die WM kann ich ja hier sagen, vielleicht hört er das, nein. kann er gerne in Salou starten. Ich werde auch an der Linie stehen. Ja. Und ich glaube auch einige schnelle Kurzdistanzler. Ist ja direkt bei ihm um die Ecke. Ja, okay, letzte Frage. Jetzt hat man ja bei der Insta-Bio, kann ja jeder, schreibt da was anderes rein. Und ich würde dich gerne fragen, was würdest du dir wünschen, welche Line du dort auch wieder zum Beispiel jetzt im Dezember 2022 dann dort stehen hast? Ja? Also du hast ja da jetzt deine Erfolge schon aufgeführt. Welche Line wird man denn dann Ende 2022 dann da sehen? Ah ja, eine Sache, die mir die sehr cool wäre, da kann ich aber noch nicht so richtig drüber sprechen, aber es hat auf jeden Fall mit dem Rennen zu tun, was in Deutschland im Sommer stattfindet, was auch sehr lang sein wird. Und da weit vorne zu sein, das wäre natürlich ziemlich cool, direkt. Und ansonsten, da stehen ja so Medaillen immer vor. Mhm. Und eine der Medaillen im Zusammenhang mit der 73 WM steht, das wäre natürlich auch ein absoluter Traum. Mhm. Ja, okay, krass, ja. Ja, also, Jan, ich danke dir. War auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Und die letzten Worte gehören dir. Was steht jetzt noch an? Du warst schon schwimmen, hast noch schnell was gefuttert? Ja, erstmal auch dir danke. Ich war heute Morgen laufen, dann war ich schwimmen. Jetzt habe ich eine Mittagspause. Eigentlich wollte ich was an meiner Masterarbeit machen. Willkommene Ablenkung. Ja, genau. Und jetzt gehe ich gleich auf die Rolle, obwohl eigentlich schönes Wetter draußen ist, aber es ist kalt. Total, ja. Und ich fahre ein paar Hit-Intervalle. Ich weiß gar nicht, 30 irgendwas, 15, 30er. Und aber nur 1,5 Stunden. Ich habe eigentlich noch Entlastungswoche nach dem letzten Block. Und dann muss ich mal schauen, was wir heute Abend machen. Meine Freundin ist seit vorgestern offiziell Lehrerin. Vielleicht müssen wir das nochmal irgendwie, jetzt hat sie sich ein bisschen erholt, feiern. Weil ich finde, das gehört auch immer dazu. Total.
dass man mal Mensch ist und normal bleibt. Und ja, dann einen ganz normalen Samstagabend. Ist heute Samstag? Entschuldigung. Heute, ehrlich gesagt, heute ist Samstag, ja, genau. Es ist Samstag, es ist Samstag. Ja, das ist ja immer, mit den Wochentagen habe ich es nicht so, weil ich habe ja, im Prinzip ist ja egal, ne? Also mir geht es auch ganz oft so, wenn ich im Homeoffice bin, ich weiß auch teilweise nicht, welcher Tag ist. Ich mache keine Woche, ja. Man startet früh im Dunkeln, man beendet abends im Dunkeln und Das ist doch alles das Gleiche. Man kann nur sonntags nicht einkaufen. Also, in diesem Sinne. Ja, genau. Jan, ich danke dir. Hau rein. Ciao. Ciao, ciao. Das war Jan Strattmann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und sorry ich schon mal dafür, dass wir doch hier und da sehr ins Coffee-Game abgedriftet sind. Aber wenn man nun mal so einen Barista-Pro am Start hat, muss man das natürlich auch ausnutzen, oder? Also im Ernst, ich fand es extrem spannend zu sehen, wie reflektiert Jan hier mit einigen Aspekten umgeht, vieles auch hinterfragt und dabei nicht nur einseitig seine eigene Perspektive sieht. Stichwort Mehrwert für Partner und Mitmenschen. Gleichzeitig verdichtet sich für mich auch immer mehr der Gedanke, vor allem auch wenn man so Gespräche mit anderen Leuten aus der Szene im Hinterkopf hat, dass man als Profisportler im Jahr 2022 sich sehr genau einzelne Schritte überlegen muss und vieles nicht dem Zufall überlassen sollte. Und das betrifft natürlich nicht nur das Training, sondern vor allem auch Management-Entscheidungen im Hintergrund. Gerade wenn man nicht Frodeno, Kienle oder Lange heißt, die by the way sich ihre Rolle natürlich hart erkämpft haben, braucht es nun mal Branding und gegebenenfalls Managementstrukturen, weil, wie wir schon öfters gesehen haben, die reine Leistung, ja selbst Top-Ergebnisse nicht automatisch krasse Sponsoren ans Land ziehen. Und klar, mit diesen Gedanken erfinde ich das Rad natürlich auch nicht neu, aber man sieht hier schon Ansätze und Zusammenhänge, wo das gut oder eben auch weniger gut im Profifeld umgesetzt wird. Alright, ich hoffe, dass der Talk mit Jan auch für dich spannend war und du dich gut unterhalten gefühlt hast. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen in der Streaming-App deiner Wahl. Check am besten Instagram, warteslos-podcast auf Instagram und erfahre dort alle Updates und Teaser wie immer als erstes. Also, bis dahin. Ciao, ciao.